Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Train Sim World. Wir tun einen Lokführer ablösen und müssen den Zug mit zwei Class 20 zum Red Car Eisenerz Terminal bringen. Und ich glaube, dann müssen wir auch die Kohle dann entladen. Soweit erstmal der Job. Wir haben super Wetter hier. Und ich würde sagen, wir machen mal unsere Class 20 bereit. Lass mal hier reingehen. Oh, die hat einen richtig geilen Diesel-Sound. Südele. Dann werden wir erstmal ABS scharf machen. So, Hauptschalter rein. Und einmal hinsetzen. Wunderbar. Richtungswender. So, einmal nach vorwärts. Wunderbar. Einmal lösen. Sehr gut. Warum ist der Ton jetzt leiser geworden? Nicht hinterfragen. Södele Arsch. Scheinwerfer ein. Und dann hätte ich noch gern Scheibenwischer. Aber vielleicht nicht auf das Schnellste. Ja, lassen wir mal so. Und den zweiten hätte ich auch noch gern. Na komm. Ja, so ungefähr. Perfekt. Ja, dann machen wir nochmal die Kontrolle von außen. Wir haben tatsächlich eine Beladung drin. Nicht so wie beim letzten Mal mit der 155er. Ich wollte eigentlich die Lichter vorne prüfen. Das sieht gut aus. Ich setze die Top-Lampe mit an. Obere Markierung müsste jetzt an sein. Perfekt. Ja dann, würde ich sagen, abfahrbereit. Nehmen wir mal ein bisschen Leistung hier. Ich würde mal sagen 22%. Und wir rutschen schon. Nein, es ist zu viel. Das sieht schon mal besser aus. Übrigens, beim Testen habe ich herausgefunden, dass ich eine eigene Taste habe für den Feueralarm-Tester. Der funktioniert auch. Oh mein Gott, ein bisschen mehr Schmackes darf sein. Sehr gut. Dann schauen wir mal, dass wir hier mal aus dem Terminal rauskommen. Ja, die Class 20 sind nach wie vor in Betrieb, obwohl sie schon so alt sind. Sind insgesamt gibt es 228 Stück von der, beziehungsweise wurden ursprünglich gebaut. Und zwar zwischen 1957 und 1962, beziehungsweise 65 und 68 von English Electric. So, gehen wir mal ein bisschen mit dem Gas hier weg. Gehen wir mal auf 10% plus minus. Ja, die Loks können maximal 75 Meilen pro Stunde fahren. Das sind ungefähr 121 Stundenkilometer. Haben eine Leistung von 1000 PS und sind eher für den leichten gemischten Güterverkehr gedacht. Haben auch gerade Zugheizung. Ab und zu in Charter-Services zu sehen, also auch mit Personenwagen hinten dran. Und ich sehe gerade, ein paar von den Class 20s haben sogar eine Dampfheizung gehabt. Und zwar war das in Kombo mit einer Class 27. Auf der West Highland Line. Interessant. Ich nehme bei ein bisschen die Wikipedia-Seite offen und lese da gerade so ein bisschen durch, was es so Interessantes gibt. Interessant.
GBA F hat einige von denen. Und bei denen sagen sie, dass sie auf der Nasenseite, also das, was jetzt bei uns hinten ist, hier hinten, Kameras installiert haben, besser in die andere Richtung sehen kann, wenn man sie auf dem Führerstand hier sitzt. Aber sie sind sehr zuverlässig, gehen kaum kaputt. Technikmäßig ist auch nicht sehr viel verbaut. Eigentlich nur der Motor mit ein bisschen Hydrauliktechnik drin und los geht's. Was kann da schon kaputt gehen? So, wie lange dauert es noch, bis wir hier draußen sind? Ich würde gerne mal ein bisschen schneller fahren. Sonst müssen wir hier zum Spielen, Instrumentenbeleuchtung. Tut's nicht. Ah, warte mal, das hat vielleicht einen Hauptschalter hier oben. Ja, Instrumentenbeleuchtung hat einen eigenen Schalter. Jetzt müsste auch das hier gehen. Yes. Und haben wir noch Cap Light. Ja, kann man gelten lassen. Können wir aber wieder ausmachen. Brauchen wir jetzt eh nicht. Soundtechnisch. Oh, was bist denn du? Ah. Die SD-Taste haben wir hier. Ja, jetzt habe ich mir die Leistung weggenommen. So, geh doch mal rein. 13%. Oh, das sieht nach Exit aus. So, Fenster. Ja, okay, nicht so das Dieselspektakel, was ich mir erhofft habe. Ja, ist mit der Tür intensiver. Aber ich glaube, ich lasse es mal zu. Weiß nicht, in der grünen Lackierung schauen die irgendwie schöner aus. Was haben wir eigentlich hier noch Schönes? Water Filling and Drain. Water Drain. Und das ist Oil Drain. Ist eigentlich nur gut platziert für den Service. So, schneller fahren. Gib mal Schmackis. Ob wir geräuschtechnisch irgendwas hören, wenn wir die Heizung anmachen? Ja, Tatsache. Lass mal wieder aus. Jetzt rede ich mir noch dran, dass es mein Zimmer immer noch schön warm ist. Ich hätte eher gerne die Kühlung. So schön nostalgisch, wie die Loks auch sind, aber ich glaube, im Sommer hast du hier drin keinen Spaß. Wer braucht schon eine Klimaanlage in der Lok drin? Oha! Eine 101. Mein Kollege, gute Fahrt. So, wir können auch noch ein bisschen mehr Schmackes geben. Zumindest für den Moment, da hinten kommt schon wieder 25. Voll die Entschleunigung hier. Ja, vermutlich hätte eine Glastrenne den sogar noch ziehen können. Sie wirkt jetzt nicht sehr gestresst. Nice. Funktioniert auch. Sonst haben wir noch irgendwas zum Spielen hier. Ja, die Kästen gehen nicht. Oh.
Ja, das Blöde ist jetzt, ich kann nicht aufstehen. Steuerkreissicherung eingesteckt. Luft. Oh, die. Oh, wir fahren auf der falschen Bremsart. Wir sollten eigentlich auf Güter. Moin, Kollege. Nein, Doppeltraktion. Fast gleiche Länge. Ach man, jetzt würde ich so gerne aufstehen. Aber wenn ich aufstehe, dann bremst die Lok. Anti-Blödsinn-Machfunktion. Oh, wir fahren ja überhaupt nicht weit. 3,3 Kilometer da hinten schon wieder anhalten. Ja, rein von der Schwierigkeit her war das Ding mit 4 Balken bewertet. Mal schauen, was das Schwierige noch ist, was da kommen soll. Da vorne kommt auf jeden Fall mal irgendwas zum Anhalten. Und wir sind so schnell. Mache ich ja schon mal gut. Ja, genau, und jetzt wieder umschalten. Ja, gut. Ich mag es. Bei einer Sache müssen wir testen. Gehen wir ganz kurz Vollgas. Yeah! Mal schön die Luft verdrecken hier. Das macht Laune. Knapp 1000 Yards. Bis anhalten. Oder auch nicht. Ich glaube, irgendwas fährt da vor uns. Machen wir mal langsam schneller. Und der nächste Regelservice. Oh, dass er immer zuerst hinten anfängt. Irgendwie schräg, also wieder hinten das Gras wieder verschwindet. Hätte man die Rennerdistanz ein bisschen länger machen können. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Also die Signale von mir wissen auch nicht, was ich machen soll. Industrie um uns herum. Ich glaube, das wäre so mal der Zeitpunkt, wo ich vielleicht holen lassen sollte. In weiser Voraussicht, dass ich damit auf 25 runter muss. Ich sehe
25 deswegen, wenn wir da jetzt links von der Hauptstrecke wegfahren in die Industrie. Sieht zumindest so aus. Da hinten wartet da schon der nächste Kollege. Es dürfte auch der gewesen sein, der vor uns gefahren ist. So, bremsen wir mal. Ja, das reicht. Die Geschwindigkeitsankündigungen sind irgendwie total spät. Ja, der nächste Zug, der hier wieder raus will. Moin, Kollege. Aber da im Doppel unterwegs. Naja, immerhin beladen mit Stahldingen. Was auch immer das ist, was da drauf ist. Dass hier irgendwie so ein Kraftwerk sein soll. Ah, ich freue mich, wenn dann in Simray mal die Dampflok draußen ist. Das wird ein Fest. Wobei. Oh, scheiße. Nein, ich wollte gar nicht aufstehen. Ja, gut, jetzt habe ich keine Leistung mehr. Ist gut. Einmal runterbremsen. Ja, bezüglich Dampflok. Wenn die dann draußen ist, dann natürlich alle Zugläufe, wo sie dann fahrt, belegt sein. Hundertprozentig. Ja, wobei, da könnte sich da vermutlich behelfen, indem man dann Singleplayer-Szenario macht. Ist zwar ein bisschen auf Friemelei momentan noch. Mal spätestens dann, wenn der Editor irgendwann mal kommt. Sollte ja leichter sein. Da ist zumindest jetzt schon lange kein Update mehr gekommen. Ich habe nichts gedrückt. Ich glaube, manchmal nimmt er da vom Raindriver einfach irgendwie so Signale wieder auf, obwohl ich nichts mache und verstellt dann die Sachen wieder. So, da willst du, dass ich hier anhalte. Okay. Mitten im Nirgendwo hier. Warum hier? Hätte vielleicht früher bremsen sollen. Ja, das war jetzt nicht ideal. Und die Distanz ein bisschen verschätzt. So, Red Car Eisenerz. Ach, das ist Eisen? Das sah aus wie Kohle. Okay. Ja. Schaut's aus, dürfen wir drüber fahren. Abgelehnt, auf Signalwechsel warten. Also, kommt jetzt wirklich was? Moment mal. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Wir sind da. Ach, Tatsache. Das sieht aus, als wenn dann DMU rumfahrt. Und. Hä? Wo fanden wir denn jetzt rein? Ja, egal.
werden wir dann gleich mal gucken. Ich würde sagen, ich mache mal für euch hier einen kleinen Cut, weil ihr müsst ja das nicht mit mir warten, bis hier wieder grün wird. Und dann fahren wir weiter. Also, liebe Leute, bis gleich. So, liebe Leute, ein paar Minuten sind vergangen. Wir haben ein Signal, wir dürfen fahren. Jetzt sind wir Bremsen lösen. Und den Schmackis. Bitte ohne, dass du durchrutscht. Das würde ich voll super finden. Oh ja, sie schafft's. Nice. Mal schauen, wie viel Leistung sie verträgt. Ah, doch ein bisschen was. Okay, ja doch, wir haben guten Grip hier. Sehr gut für uns. Jetzt haben wir eine Anfahrt, 2 Meilen. Dann vermute ich eins von diesen Gleisen da hinten sein, das wir noch vorher auf der Karte gesehen haben. Ja, da liegt ein bisschen was rum zum Abtransportieren. Da müssen wir vielleicht ein, zweimal fahren. Oh, es geht wieder nach rechts für uns. Ja, stimmt ja. Hat er der Anzeige auch anzeigt. Also fahren wir jetzt nicht doch da links rein. Okay. Die Übung war jetzt vermutlich noch einmal zum Überholen. Naja, dass wir jetzt ein bisschen so schnell sind, tun wir mal ignorieren. Hat keiner gesehen. Keine Aufsicht ist da. So. Voll Schmackes. TS Classic gibt es noch eine interessante Szenario Collection mit einer Class 20 Pathfinder-Tour oder so heißt sie. Da fährst du mit 2, also eine vorne, eine hinten und ich glaube 4 oder 5 MK, das sind sogar 6 MK2-Wagen dazwischen drin und dann ist, ich glaube auf der East Coast Mainline ist das, auf dem oberen Part und da fährst du dann quasi so die ganzen Güterterminals ab und Abstellgleise, wo du normalerweise nicht hinfahren würdest. Ein bisschen so als Sightseeing. Da habe ich mal den ersten Teil für mich gespielt gehabt, das fand ich noch sehr interessant. Eventuell zeige ich euch das nochmal in TS Classic. Das sind sehr unübliche Manöver, die man da fährt. Nach links. Oh was, da kommt 10. Also wenn du hier keine Streckenkenntnis hast, dann bist du ja voll aufgeschmissen. Okay. Dann bremsen wir halt.
vielleicht ein bisschen mehr. Ja, minimal zu schnell. Ja, ich mag es, wenn ich jetzt mal komplett stehen bleiben hier. So, wo können wir jetzt hier entladen? Irgendwie noch ganz... vermutlich da drunter. Würde ich jetzt mal raten. Wenn aber das kleine Teilstück hätte dann eine Lokführer auch noch fahren können. So weit wäre es jetzt gar nicht mehr gewesen. So, über einen Ort fahren, Eisenerz-Terminal. Immer noch nicht entladen. Ich hoffe mal sehr, die Weichen sind hier korrekt. Das sieht aber auch nicht nach Entladen aus. Oder ist das hier Beladen? Ich hab doch keine Ahnung. Aber wirklich, Platz sparen waren sie hier nicht. Mit der Industrie. Was ist denn das F? Ach, PGA. Okay, ich dachte FGA. Ist doch gerade vom Vorbeifahren. Mal die Wagen da. Die sind doch gebremst, ne? Ja, sind gebremst. Aber man kann die Handbremsen hier so noch anlegen, stufenweise. Bei den alten Ungebremsten. Kann man das bei denen auch noch machen? Ja, die haben das Rad schon. Leider nicht für los hier im Ort. Sind hier die einzigen. Eigentlich noch schön, wenn hier ein bisschen die Loks rumfahren würden und rumrangieren. Und ein bisschen Leben hier reinkommt, aber vermutlich können sie es nicht so umsetzen mit den Handweichen und wenn wir noch drin sind. Und vermutlich die KI nicht recht, aber ist nur die Vermutung. Ich muss mir überlegen, ob wir den kleinen Tick schneller fahren. Ey, da steht doch eine Lok da unten. Doch nicht ganz so allein.
Wir fahren das Eisnetzterminal, um das Material wirklich zu entladen, dürfen Sie höchstens mit 3 Meilen pro Stunde 5 km durch den Ablader hindurchfahren. Das ist der Ablader da vorne. Jo, okay. Sah gerade so ein bisschen unscheinbar aus. Reicht das jetzt? Ach nö. Ah ja, Tatsache, funktioniert. Sieht man da eigentlich drunter was? Oh ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das normalerweise... Oh. Die sind nicht komplett entleert. Ah. Oder weil das trotzdem nimmt. Wenn die paar Prozente, was da noch drin sind. Da gibt man keine Abschlussmeldung da oben. Was sind sie jetzt? Null? Ja, wir fahren jetzt einmal komplett durch. Und wenn er dann unzufrieden ist, fahren wir nochmal retour. Oh, die sind da auch noch unterwegs. Ach, eine B-Ladung? Mal schauen. Oh ja, Tatsache. Bei ihm wird aufgeladen. Obwohl ich genau unseres. Wir laden ab, er nimmt es wieder mit. Ja, das sieht wesentlich besser aus von der Geschwindigkeit. Ja, er hat's nicht genommen. Okay. Ja, dann werden wir halt mal wieder rückwärts fahren. Oh, Richtungswender. Rückwärts bitte. So, jetzt. Dankeschön. Ah, ja. Aber so eine einfache Aufgabe. Und dann machst du es nicht sauber. So, ab. Hier müssen wir nochmal. Sieht man den 1% hier? Nee. Naja, gut, ein bisschen was sieht man. So, komm, drück mal nach hinten. Los. Schleudern. So, jetzt. Die Lok hat mich nicht gern. So, Armlok hier an zu.
da mit der Geschwindigkeit eigentlich noch passen, weil wir sind immer alles entladen. Haben wir die paar Prozent. Also ich hoffe mal sehr, dass er jetzt hier nochmal entladet. Geht runter. Jo, hat entladen. Entladen. Perfekt. Nice. Sodale, hat man es geschafft. Im zweiten Anlauf. Einmal lösen, Dankeschön. So, du Kollege, bitte langsamer. So schnell musst du gar nicht fahren. So, probieren wir es mal mit 10%. Warum machst du jetzt die Bremse wieder rein? Ist jetzt mein Waiter am Rumspacken oder was ist hier los? Ja, mal schauen, ob das der letzte Halt ist. Das sieht nach Kopfgleis da unten aus. Da rechts ist zumindest unser Prellburg. Oh, der Kollege ist da hinten immer noch am Wegfahren. Komm, du schaffst es. Nicht rutschen. Sehr gut, dann machen wir wieder mal auf Speed hier. Ah, bye-bye. Das Gleis macht die Kurve da hinten. Kommt auf der anderen Seite wieder rein. Denke ich nachsehen. Nein, nicht das. Geh weg. Ich will es nicht. Nö, das endet da hinten. Einmal anhalten, wie gewünscht. So, Dili. Ja, war jetzt fahrtechnisch nicht gerade sehr weit. Ich dachte eigentlich, wir fahren noch ein bisschen weiter, weil es jetzt rein von der Länge her weiter ausgesehen hat. Von der Zeiteinteilung her. Aber dabei sind wir nur recht langsam rumgekrebst. Nächstes Mal fahren wir definitiv was Schnelleres. Die letzten paar Male sind alle ein bisschen so langsam gewesen, die Fahrten. War ein bisschen Action. Na gut, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Gute Fahrt! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.